Alter, was zur Hölle geht hier jetzt ab? Entschuldigung, dass ich gerade so ruhig war, aber... Boah! Alter. Munition alle. Boah! Ah, Alter, ich hab doch. Ey. Hallo? Ich hab doch. Alter, ich hab doch einen Haufen Munition gehabt. Scheiße. Das war's. Brenn, mein Freund! Brenn! Alter, was geht? Wow. Shit! Scheibenkleister. Ich habe keine Ahnung, was ich hier machen soll. Irgendwas mit den Augen. Shit, ey. Na. Brenn um das Stück. Scheiße, Mann. Warte mal, warte mal, warte mal. Erste Mal schnell hier. Zack, spritze mal ein. Gib da mal ein. So, dann würde ich sagen, Alter, was geht denn? Ruhig. Shit, 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 shit! Ist doch wieder so eine billige Kopie, oder?
Kontrollpunkt erreicht. Okay, 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 okay. Keine Panik auf der Titanic, ey, Leute. Ich weiß nicht, wo ich hin soll, oder? Was ich genau machen soll? Soll ich hier einfach überleben, oder was? Oder wie? Oder... Alter. Warte mal, aber die Zeit, die können wir mal kurz nutzen, wenn wir hier schon keine Gegner haben. Wir können nämlich schnell mal, jo. Das voll machen. Zack. Ja. Alter, was geht denn hier? Kommt wieder welche. Ich glaube, ich muss da hoch, Alter! Ist jetzt nicht dein Ernst, oder? Hier! Alter! Boah, ey! Munition alle? What? Ey, 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 ey! Alter, Alter, Schwede. Wow! Komm her. Das ist er. So, viel Spaß damit. Gerade ein Bug, oder? VZ stirbt doch endlich! Shit. Nein! Alter, wenn er mich erwischt, bin ich hier, ey. Verdammt normal, ey. Warte mal, V, 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 V. Boah, ey. Shit. Mann. Uah! In den Arsch, mein Freund. Alter Schwede, leckst mich am Arsch, ey. Leckst mich am Arsch. Hey, Bamme. Ho. Und was ist jetzt? Gerade so ruhig. Weiß nicht. Ist gerade so ruhig hier. Ich will die Panzerfaust haben. Hallo? Scheiße, kriegen wir die nicht immer. Ist gerade so ruhig hier. Alter Schwede, das war jetzt gerade mal richtig heftig. Können wir unser Zeug mal mitnehmen hier? Also einmal ist uns der Rubik ja aufgetaucht. Da habe ich schon gedacht, oh Gott, Gott. Aber die Augen sind schon heftig, aber ich denke mal, wir müssen da hoch.
Ich vermute es einfach mal. Die Munition ist also arschknapp auf einmal geworden. Ja, wo ich immer wieder mal nicht getroffen habe oder so. Das war nicht so tolle. Aber echt High Life, ey. Wirklich Bombe, ey. Aber kann mir jetzt mal einer verraten, wo wir da hin müssen? Hä? Die Augen sehen aber heftig aus irgendwie. Ich hab gedacht, erst wir müssen die Augen kaputt machen oder so. War doch nicht so der Fall. So, da haben wir nochmal Munition. Ich weiß nicht, wo ich hin muss. Ah doch, ich glaube da oben durch die Tür, okay. Kommen wir da hoch? Ja, kommen tatsächlich da hoch. Alter, nein, oder? Boah, das kann doch nichts Gutes heißen, oder? So, was uns aber hier erwartet, würde ich sagen, sehen wir dann in der nächsten Folge. Und ich denke mal, in der nächsten Folge werden dann wir auch das Ende sehen. Ich glaube, so lange wird das nicht mehr dauern, aber wenn ich mir hier das Ganze hier so angucke. Boah, seht ihr das? Das sieht aus, als würde hier alles ein... also Gedärme und so weiter von irgendeinem Viech oder so. Ja, da traue ich mich gar nicht drauf zu gehen, weil... ich glaube, oh, das wird nicht so tolle. Aber das werden wir beim nächsten Mal rauskriegen, was es genau auf sich hat. Und hier sehen wir auch dieses Haus, wo wir wahrscheinlich rein müssen. Aber es sieht schon richtig heftig aus. Also dann, bis zum nächsten Mal, euer Players Club Member Baby und ciao. Ich frage mich langsam, auf was wir uns hier eingelassen haben. Das sieht ja aus wie ein richtig großes Monster. Oh mein Gott. Ah. Okay, mich schaut gerade so ein riesengroßer, großes Auge an. Was passiert denn, wenn ich jetzt da... runter gehe, wäre ich dann verschlungen oder so? Ich traue mich gar nicht so richtig, da jetzt runter zu springen, weil das sieht mir alle so wie Leber. Richtig eklig halt. Mit dem riesengroßen Auge und da ist glaube ich auch noch eins. Aber ich glaube, mir bleibt nichts anderes übrig, oder? Scheiße, was habe ich jetzt gemacht? Uah, Alter! Willst du mich doch verarschen, oder? Wo ist denn... da ist es. Arschloch! Was kann ich da nehmen? Ich kann da irgendwas nehmen. Ah, die Fackel hier. Ja. Munition, auch nicht schlecht. Aua! Alter! Das hat jetzt gerade wehgetan, also ich hau mir jetzt mal schnell eine Spritze rein. Vom lieben Onkel Doktor. Und dann... ja. Würde ich sagen, wechseln wir auf die... bist du Sack? Bist du Sack? Jetzt zeigt er sich natürlich nicht, gell? Ah, dahin. Ja!
Das hat gesessen, mein Freund. So. Die Fackel lasse ich jetzt mal schnell hier. Boah, Dynamit. Uah! Alter, scheiße. Da ist er. Der lässt mir aber auch keine Zeit, du. Jetzt wissen wir aber, wo er ist. Komm, komm raus, komm raus. Aua! Ey, verarsch doch. Alter, Alter, Alter. Ah! Komm jetzt. Zeig dich, zeig dich, zeig dich! Ah. Aua! Also das hat echt wehgetan. Da ist er, oder? Nein, ich sehe ihn nicht. Ah. Drecksau, du Elendige! Und schon wieder eine Spritze. Eieiei. Ei, ei. So, wo ist der mit der Dynamit? Das ist wieder ein Deutsch heute von mir. Wo ist der mit dem dümmern Dynamit? Ah, ich glaube, ich sehe dich. Da ist er. Ja! Drecksau. So. Jetzt scheinen wir hier erstmal in Sicherheit zu sein. Scharfschützenmunition, immer wichtig. Geht mir auch bald zur Neige. Hier war doch irgendwo. Hab ich hier nicht irgendwo eine Spritze gesehen? Die Fackel können wir mitnehmen. Aber ich hab doch hier irgendwo. Moment. Mir war so, als wäre hier irgendwo eine Spritze gewesen. Kurz mal am Auge kratzen. So, ich glaube, hier war noch irgendwo eine Spritze, oder? Oder habe ich das irgendwie falsch gesehen? Nee, das war der Pfeil, okay. Ja. Also, dann mal Naufi. Aufi, Aufi, ab geht's. Dreiter wach. Haben die vielleicht? Wow, der hat eine Spritze dabei. Cool. Munition. Und Burn. Yeah. Hat er auch was dabei gehabt? Ich habe gedacht, in dem Spiel kann mich nichts mehr schocken, aber ich glaube, ich habe mich vertan. Weil das sieht doch schon richtig hässlich eklig aus, oder? Mit ganzen Augen und so weiter. Also wenn das alles Rubik ist, gell, dann weiß ich nicht, keine Ahnung, da fällt mir nichts mehr dazu ein. Dann ist das Experiment auf jeden Fall missglückt, meine Freunde. Richtig missglückt. Hätten wir da vielleicht auch noch drauf schießen können oder was? Naja, egal. So, wir schauen jetzt mal da rein. Da müssen wir ja wohl rein. Also, auf geht's. Da brennen dir aber nicht die Finger. Oh nein. Und es geht einfach nur eklig weiter. Mm, lecker. Lecker Schmecker. Aber hier passiert irgendwie nichts. Wir hatten ja auch eine Folge, wo gar nichts passiert ist, wo ich nur Gänsehaut bekommen habe. Okay. Tür auf und lassen wir uns überraschen. Okay. Boah, hier sieht wieder alles ziemlich steril aus. Aber irgendwie, ich traue dem Frieden nicht. Ist auch ziemlich hoch, oder? Ja. Alter, wo sind wir denn jetzt gelandet? Ob die Fackel mir hier was hilft? So, erstmal umgucken hier. Das sieht echt aus wie so. Keine Ahnung, ich weiß nicht. Das sollte, glaube ich, mal.
eine Dusche sein oder so? Kann das hinkommen? Ja, ich glaube, das war mal ein Duschraum. Da liegt schon wieder was am Boden, was mir nicht so geheuer ist. Ganz ehrlich. Und eine Bombe genau hier. Okay. So, gucken wir mal. Blinzeln. Ja, wunderbar, hat auch geklappt. So, ich frag mich aber nur, warum die Bombe hier war. Oh, Spritzen im Waschbecken, wunderbar. So, und da ist Sniper-Munition, da kommen wir aber jetzt im Moment nicht hin. Weil dieses Ding da, da hinten, das da hier, das irritiert mich ein bisschen, weil wir erinnern uns dran, wir waren mal in der Küche und da ist so ein Ding, oder, Entschuldigung, mehrere solche Dinger auf uns losgegangen. Da erinnere ich mich noch ganz gut daran. Mal kurz einen Schluck. Lecker. Ja. Also. Erstmal hier aufmachen. Ich fühle mich gerade mal ein bisschen unwohl. In meiner Haut. Was ist das hier? Nochmal eine Bombe. Keine Panik schieben. Okay. Die hätten wir schon mal entschärft. Und jetzt weiter. Ich weiß nicht, was das da. Ich trau mich irgendwie nicht darunter. Ganz ehrlich. Weil an der Seite da sehen wir solche Spitzen. Und irgendwas hängt doch da. Da oben. So Knochen oder so. Okay. So Knochenreste hängen da. So, nochmal Munition. Ein Schuss, super. Tolle Lösung. Kommen wir da ohne Probleme hin? Ne? Ich traue dem Frieden hier nicht. Ich traue dem Frieden überhaupt nicht. Dass wir einfach so hier alles einsammeln können, das wundert mich schon ein bisschen. Ich traue dem scheiß Frieden nicht. Hä? Okay, jetzt sind hier die Spitzen weg. Also wir könnten rein theoretisch auch wieder zurück. Ganz ehrlich, in dem Spiel, ich trau dem Spiel nicht. Es ist wirklich so. Also ich müsste jetzt hier drauf gehen und ich trau dem Braten nicht. Okay. Das sieht aus wie Knochenreste, oder? Von Hunden? Oder sind es Menschenknochen? Ich kann es nicht wirklich erkennen, aber... Sieht aus, als wären da Knochenreste hingehängt worden. Da hinten ist es total... Oh. Nein! Das ist doch jetzt nicht wahr, oder? Boah! Zwei! Alter, verarsch mich doch nicht! Um Gottes Willen. Okay, okay, keine Panik, keine Panik, keine Panik. Ich schieb doch Panik. Verdammt! An die habe ich jetzt gar nicht gedacht. Schnell! Nein, falsch, falsch. So, jo, das hat ja das letzte Mal auch gut geklappt. Ja, Gott sei Dank laufen die ja immer zu zweit im Doppelpack. Uah.
Okay. Ah. Okay, okay. Okay, alles klar, das erklärt schon mal. Ich hab's doch geahnt, ey. So, warte mal. Nein! Alter! Alter! Da war eine Falle gelegen. Ich könnte doch kotzen. So eine Scheiße habe ich mir gedacht, ey. So eine verdammte Scheiße habe ich mir gedacht bei dem Spiel. Ganz ehrlich. Okay. Da sind sie. Obwohl, wir könnten auch mal die Brennbolzen probieren. Was so eine Scheiße hab ich mir gedacht, ey. Achso, Leertaste. Entschuldigung. So eine verdammte Scheiße hab ich mir echt gedacht. Zwar nicht so brutal jetzt, dass da gleich zwei von denen auftauchen, aber seht ihr hier? Hier haben wir noch so ein Teil. Ärgert mich, Leute. Aber andererseits, die Bombe, die ist echt gefährlich da. Ich habe mich schon gewundert, warum ich mich hier so gut bewegen kann. Oder so frei mich hier bewegen kann. Ja, die Bombe ist auch gefährlich. Die tun wir auf jeden Fall auch entschärfen. Boah, ich zuck da immer ein bisschen zusammen bei der Bombe. Aber eigentlich kann mir im Moment noch nichts passieren. Wir dürfen nur nicht anfangen, Panik zu schieben, das ist alles. Und wir haben ja auch gelernt, wir können die Fallen auch entschärfen, einfach ziemlich leicht entschärfen. Wir müssen nur drauf schießen. Die Idee auf jeden Fall schon mal mit Sprengpfeilen zu arbeiten. Das Blöde war ja jetzt nur gerade, dass die sich geteilt haben. Hätten wir beide gleichzeitig schön erledigen können. Ja, aber das kann natürlich nicht immer klappen, ganz klar. So, ich würde sagen, wir nehmen wieder die in die Hand. Da stellen wir uns doch nochmal schnell eine her, glaube ich. Jawohl. So, dala, dann werden wir doch das nochmal versuchen hier. Bleibt uns ja nichts anderes übrig, anders kommen wir ja dann nicht weiter. Übel, ey. Ja, wenn man hier das jetzt benutzt, ja, dann kommen wir hier nochmal raus, gell? Das ist die Scheiße. Also gut. Keinen Schock kriegen. Die kommen jetzt. Und zwar zwei. Ja. Okay, okay, warte mal. Wir können das natürlich auch versuchen, nur mit Sprengpfeilen zu klären. Müsste doch eigentlich auch hinhauen. Ich weiß ja nicht, wie wir die aushalten. Wow. Uah. Okay, der eine scheint schon mal tot zu sein. Ah, da müssen wir aber aufpassen. Wow, Alter, lass mich in Ruhe. Oh, was ist das für eine Kacke? Da ist Blut. Wow, wow, wow. Scheiße. Da bin ich das letzte Mal verreckt, oder?
genau. Da ist Blut überall. Alter, 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 lad doch mal so. Nein! Ah, Spritze, Spritze! Nein! Nein, 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 nein! Aua! Aua, 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 aua! Autsch, das tut weh. Das tut wirklich weh, Leute. Oh. Mm. Wir waren aber schon auf dem richtigen Weg. Wir waren schon mal auf dem richtigen Weg. Nur, dass wir die Spritze zu spät aktiviert haben. Verdammt! Ey, das wollte ich doch gar nicht. Was der geht, das da. So, dann nehmen wir nämlich das hier. Ach, die können wir gleich da lassen. Gegen die nützt die uns so und so nix, ja. Ganz ehrlich. Wir waren aber auf dem richtigen Weg, Leute. Aber wie gesagt, die Bomben, die hätten uns richtig wehgetan. Aber wir waren schon mal richtig, das ist schon mal gut. Alle guten Dinge sind drei, habe ich mal gehört. Oh, das war jetzt arschknapp. Das hätte auch böse ausgehen können. Aber was mich wundert ist, das letzte Mal, also beim ersten Mal, dass er gesagt hat. Oh, die Spritze haben wir beim zweiten Mal vergessen gehabt. Und beim ersten Mal war doch da noch kein Blut drin, oder? Oder habe ich mich da... Oder habe ich das falsch gesehen? Ich glaube, da war kein Blut. So, das Einzige, was wir machen könnten, wäre... Moment, erstmal hier alles einsammeln. Haben wir vielleicht auch Fallen? Ne, wir haben keine, gell?